So. An der anderen Seite blockiert. Spinne! Ach, du lebst noch? Was? Vertrag. Noch eine Spinne. So, was haben wir hier in der Kiste? Epix? Gib mir Epix, komm. Danke. Genau das wollte ich haben. Servus. Was war da unten? Ach, das war... Nee, das ist... Aha. Vorsichtig. Pass doch mal auf hier. Servus. So, du warst der Sidequest-Typ. Ja. Ich tra... Ich kann... Hab nicht... Ich danke euch. Doch hab... Wir sind... Alle haben sich in der... Antanas hat geschworen. Aber ich kann diese Zeichen nicht suchen, wenn überall diese Ungeheuer lauern. Ich sitze... Mal sehen. Hört mir genau zu. Mit diesem Objekt könnt ihr Antanas Zeichen entdecken. Soweit ich weiß, gibt es drei davon. Bitte, findet sie. Kehrt zu mir zurück, sobald ihr Antanas Zeichen für uns gefunden habt. Wenn ihr mir helft, gebe ich euch im Gegenzug etwas, das euch sicher interessiert. So, jetzt haben wir wieder diesen Ring hier, Antanas Wegweiser. Mit dem ich nur die normale Rolle habe. Ja, die funktioniert aber noch. Denke ich. So, dann wären wir wieder hier, aber ich gehe mal da runter wieder. Obwohl, nee, ich kann auch den normalen Weg gehen, es ist eigentlich egal. Ich komme sowieso immer am selben Ort raus. Putz! Wow! Leute! Hier ist eine Kiste. Gib mir das. Und wir haben... einen Magiesplitter. Oh yeah. Ich kann meine Euphorie kaum zurückhalten. Hey du, er checkt gar nicht, dass ich hier bin. So ein... Ups. Depp wollte ich sagen. Und ich bleib dabei. So, hier oben ist aber sonst nichts, ne? Glaube ich. Ah, genau, da haben wir diesen Shortcut quasi. Komm, gib mir das. Da geht's da rein. Da geht's rein. Ah. Und darunter kann ich auch noch. Wahrscheinlich komme ich wahrscheinlich eh exakt an derselben Stelle raus. Neunte Nachtwache. Servus. Wie konnten die Roga ins Innere der geheiligten Mauern der Abtei gelangen? Sie sind aus dem Nichts erschienen. Auf dem Friedhof wimmelt es von ihnen. Ich muss die anderen warnen. Na, da haben wir wieder so eine verschlossene Truhe. Was mich jetzt zu dem Gedanken zurückbringt. Ich habe unglaublich viele andere, also rote verschlossene Truhen gesehen und ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich die aufbekomme. Attributspunktsplitter, naja gut, das ist wenigstens irgendwie nützlich. Du bist so einer, der wieder aufsteht, ne? Komm. Ich weiß, du willst wieder aufstehen. Wir wissen es beide. Aber er tut's nicht. So, genau, dann haben wir. Was habe ich gerade vorhin geöffnet? Ja.
Dann kann ich da weiter. Servus! So, dann bin ich hier, glaube ich. Ja, genau, da komme ich wieder bei diesem Turm raus, wo dieser Zeitquest ist. Ist hier jemand? War? Interessant. Wenn ich in der Seite, durch die Seite reinkomme, dann triggert's diesen Tier, also diesen Monolog, diese Frage. Die Tür ist versch... Ach komm. Bis jetzt immer noch kein Zeichen entdeckt. Also ich denke mir zumindest, die müssten doch irgendwo in der Umgebung sein, oder? Ja, da bekomme ich den Handschuh, obwohl ich ihn schon habe. Was? Mysteriöser Magiehandschuh? Ist der schon immer mysteriös? Einer hätte völlig gereicht. Oh! Reaktion! Servus! Backstep für dich, mein Freund! Das heißt, wieder ein Teil von dem... Aua! Ups! Ah! Upsala! Und... Stirb! Ach Gott! Macht überhaupt keinen Schaden. Okay, dann mache ich das anders. Stelle mich einfach gemeinerweise hierher und schau mir mal den Handschuh an. Reaktion! Eindeutig schwerer, ja. Ein mehr Rüstung. Wenn ich jetzt wieder den Ring umziehen würde... Wow, wäre ich immer noch zu schwer. Für ein mehr Rüstung? Na komm, das lohnt aber nicht so richtig, ne? Dann hat man hier einen Speicherpunkt. Los! Ach. Soll ich? Was mach? Ich lass ihn mal fallen. Dann lass dich nicht von mir. Was war das denn? Das sind alles Lügner und Verbrecher. Ja, das kennen wir ja schon alles. Wie du willst. Na, du verpisst dich nicht. Da bist du wieder. Ich weiß nicht, ob ich die ganzen Dialoge hier durchgehen muss. Ich mach's einfach mal. Also. So. Tschüss. So, dann haben wir hier ja wieder. Du Arsch. Oh, du bist tot, mein Freund. Ach, der ist jetzt... Der hat einfach mal die Position gewechselt. Guten Tag, Sir. Wie viel Erfahrung habe ich eigentlich? 12.000. Mächtiger Alter. Servus. Ich habe Anzeichen eines Roga-Herrschers gefunden, der für seinen Stolz auf seine körperliche Hülle bekannt war. Und sein Schild war ein Meisterwerk der Schmiedekunst. Es ist seltsam zu lesen, dass ein Herrscher auf solche Dinge Wert legen würde. Es ist kein Wunder, dass er in all den Schlachten, die er führte, die treuesten Gefolgsleute hatte. Ja, wer wieder ein Schmied? Interessanterweise. Den kann ich noch gar nicht benutzen, weil ich ihn nicht freigespielt habe bis jetzt. Also im New Game Plus. Aber hier wäre er. Auch sehr interessant zu wissen. Oh, wieder eine Kiste. Gib mir das. Und zwar alles. Magiesplitter. Dann machen wir mal den Shortcut hier auf. Das war doch ein Shortcut, oder? Ja, hier habe ich den Magiehandschuh gefunden. Ja. So, weiter runter. Ich weiß, da gab es noch dieses
Stück, wo man sich runterfallen lassen konnte. Aua! Diese verdammten Kisten hier! Ups! Dreck! So, wieder eine Schriftrolle. Wenn viel Blut vergossen wurde, wird der Schleier zwischen den Welten dünner. Er kann sogar reißen. Dann treffen Welten aufeinander. Die Abtei wurde erbaut, um das zu verhindern. Sie ist nicht nur ein Denkmal für den Kampf selbst. Das Kloster ist ein Siegel und solange es steht, sind wir in Sicherheit. So, dann war da unten dieser Weg. Da lasse ich mich jetzt von oben runter. Oder warte, was ist die Tür? Was war denn hier? Aha. Ach. Bin ich hier? Hier war dieser eine Shortcut vom... Stehst du wieder auf? Ja, du stehst wieder auf. Du Arsch. Kannst doch nicht einfach aufstehen. Hier war dieser eine Shortcut vom Friedhof, ne? Glaube ich. Also nicht direkt vom Friedhof, sondern eher vom... von diesem Kerker, was auch immer das da war. Also da kommt man vom Friedhof in diesen Kerker rein und dann kam man irgendwann hier raus. Unter anderem hier. Hopp. Meins. Turmschlüssel. Komm, lass mich dich doch anwissen, danke. Ups, gesehen. Finde ich jetzt nicht so toll. Ah, du hast mich nicht bemerkt. Tot! Kann ich mich mal nur sicherheitshalber hier... Schlüssel benutzt. Ja, für das braucht man den Key. Dies ist meine sechste Nachtwache. Die Feuer am Horizont sind niedergebrannt. Ein Schweigen hat sich über alles gelegt. Vielleicht haben sich die Roga zurückgezogen. Ich hoffe, dass die Dorfbewohner bald zurück in ihre Häuser können. Du müsst eigentlich wieder orten, dann halt nicht. Bleib halt liegen. War auch recht. So. Guten Tag. Und tot. Naja, nicht tot, aber so gut wie tot. Feuerwiderstand. Wieso bekomme ich eigentlich nur noch nutzlose Items? Jetzt im New Game Plus. Hopp. So geht's aber nicht, mein Freund. So geht's nicht. So, du kommst bitte auch her. Komm. Ja, komm. Aua. Jetzt komm halt her. Kann's auch so machen, wenn dir das lieber ist. Gut, töte ich dich eben so. Daneben. Na komm, schieß. Daneben. Ah, jetzt steht er wieder auf, der Penner. Hasse sowas. Servus. Au. Weißt du, da drüben war eine Kiste mit einem Schatz drin. Hallo? Daneben? Toll! Ah, nee! Ah, jetzt habe ich unabsichtlich... Na gut, wenn ich das jetzt schon unabsichtlich benutzt habe. Ich wollte schon immer machen, wissen, was diese Druckwelle hier bringt. Aha. Autsch. Ja, bitte! Granate! Toll! Autsch!
fällt immer da runter. Gut, das bringt so nichts. Jetzt habe ich